Wann und wie lernten Sie Manfred Krug kennen und entschlossen sich auch zu gemeinsamen Auftritten? Das war so, Doppelpunkt. Nee, also ich habe, Krug war A, mein Favorite. Ich mochte ihn unheimlich gerne als Schauspieler, als Sänger sowieso. Was Quatsch, warum sage ich das? Als Schauspieler und Sänger. Und Lenz hat alle Jahre wieder eine Tournee gemacht mit Manfred Krug. Und eines Tages sagte er, es wäre besser, wenn jetzt auch mal eine Sängerin dabei wäre, wäre ein bisschen Abwechslung. Und bat mich, also oder erhob mich in diese Möglichkeit, mit Manfred Krug zu singen. Und dann habe ich mal ein Konzert von Klaus Lenz im Leipziger, wie heißt das, Zirkus Eros besucht. Und da stand Manfred Krug da und der kannte mich nicht, gar nicht. Und ich kannte ihn natürlich und dann bin ich auf ihn zu und habe gefragt, ich möchte gerne mal Herrn Lenz sprechen und so. Und da sagte er, nannte mich Renate, das war so ein Snack, das hat er mit jeder Frau gemacht, die hießen dann alle Renate. Also Renate, der ist dann da und da. Und so war die erste persönliche Begegnung und dann sind wir auf Tournee gegangen, haben geprobt und da habe ich mich auch erproben müssen bei Manfred Krug. Das war gar nicht so einfach, denn er war nicht begeistert, dass neben ihm nur noch jemand singen sollte, A. Und B hat sich dann herausgestellt, dass das Publikum auch mich angenommen hat. Also ich war nicht die zweite Klasse oder so, sondern die haben mich gleichermaßen beklatscht und das hat ihm nicht behagt. Und da entsprechend war auch unsere erste Zusammenarbeit ein bisschen kritisch. Und das verbesserte sich dann aber, ja? Das verbesserte sich, aber es blieb eine ganze Weile, jahrelang kritisch. Er konnte es nicht verbinden, da kommt da sogar eine kleine Sängerin aus Leipzig und kriegt manchmal sogar mehr Applaus als er. Das Mann wie Krug mit der Bedeutung, das konnte ihm nicht schmecken. Ich habe es ja auch verstanden, aber schön war es nicht.